Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Hamarama Crew. Heute kommen wir wieder zu einem Video, das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, doch einmal, glaube ich. Nämlich heute stellen wir den Eventkalender vor für den Monat August 2016. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Also, vom 29.07. bis zum 3.08. kann man sich den Erntehelfer-Monatspaket für 10 Euro anstatt für 15 Euro kaufen. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich. Ein bisschen überteuert, aber mei. Dann wird vom 2.8. bis zum 5.8. nämlich wieder der Renzesjahrmarkt kommen. Wir hoffen natürlich, dass neue Preise kommen. Wenn neue Preise kommen, werden wir noch dazu ein Video machen. Dann wird vom 3.8. bis zum 9.8. ein Schlingenfahrt-Event kommen. Also da wird dazu noch ein News-Video ist dazu schon oben. Wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall abchecken. Dort kommen sehr viele Bilder über dieses Event vor. Dann kommt vom 12.8. bis zum 17.8. Sommersport-Event sozusagen die Olympischen Spiele in Famarama. Die fangen ja bald an. Das Newsbild schaut schon mal richtig cool aus. Leider können wir nicht mitmachen, aber die Gründe werdet ihr in einem separaten Video sehen. Dann wird vom 15.8. bis zum 22.8. zum allerersten Mal ein Schatzkalender kommen. Und da fragt man sich jetzt, kommt da irgendwas Neues? Vielleicht eine neue Wiese oder so? Oder kriegt man dann einfach nur so einen Schatz? Wäre irgendwie richtig geil, wenn da so eine neue Insel dazu kommen würde. Wer weiß, wer weiß. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Nämlich vom 17.8. bis zum 21.8. kommt das nächste Event, nämlich Picknick-Event. Und da haben wir leider noch keine Bilder. Deswegen sind hier keine Bilder. Dann wird vom 19.8. bis zum 21.8. werden neue Rätselbäume kommen. Da haben wir leider auch noch keine Bilder. Aber wir freuen uns drauf. Dann wird vom 26.8. bis zum 28.8. Doc MacBox Stalsino wiederkommen. Finde ich ein bisschen doof, dass schon wieder Stalsino kommt. Mir wäre es eigentlich gut, wenn alle 3 Monate eins von beiden kommen würde. Stalsino oder das Bambula. Dann kommen wir zum vorletzten Attraktion in diesem Monat. Das ist nämlich die Gruselnacht. Die fängt am 30.8. an. Wann sie endet, weiß man noch nicht. Ist auf jeden Fall wie immer jeden Monat einmal. Und dann kommen wir zu einem Kurzevent, wird das wieder sein, nämlich der Recyclomat. Gab es schon mal, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Dort konnte man so coole Nuklonen abgeben. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dazu wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Und das fängt am 30.08. an und wann es endet, ist auch noch nicht bekannt. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch haben die Events in diesem Monat gefallen oder die Sachen, die in diesem Monat kommen. Schreibt es mal in die Kommentare, auf welche Aktion ihr euch am meisten in diesem Monat freut. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Video auf Famarama Crew. Ciao.